Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 Real Projekt zusammen mit Manuel. Hallöchen. Ja, und wir haben jetzt kurz schon eine kleine Pause gehabt, weil ich hier im letzten Bad einen Bahnhof bekommen habe und der Manuel arbeitet und arbeitet und arbeitet und arbeitet. Ja, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld und hat schon das ganze Feld fertig, hat jetzt bei den anderen Feldern, wo wir gerade noch am Stroh einfahren sind, auch schon fast die Hälfte fertig. Also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Normalerweise machen wir es eh so, keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, was besser ist. Ob es besser ist, sozusagen kurz zu warten immer, wenn man so Pausen hat oder dass man alles zeigt oder einfach ab und zu auch ein bisschen weiterarbeitet. Es ist, glaube ich, weiß nicht, Geschmackssache. So sieht man halt wirklich alles und so hat man halt dann zwischendurch einmal wieder Teile, wo man sozusagen, ja. Aber ich glaube, das merkt man eh nicht. Also ich glaube, jetzt wäre es vielleicht aufgefallen, wenn das eine Feld fertig ist. Aber wenn man immer nur ein bisschen weiter arbeitet, wie jetzt 4-5 Bahnen, dann merkt man das jetzt nicht so schnell. Na, das merkt man nicht. Aber man merkt, ist halt so, wie jetzt da gerade, ich bin halt, da liegt noch der Stroh, du hast da jetzt Bahnen einfach auslassen, weil es sich halt so ausgegangen ist gerade. Und da merkt man es halt schon extrem. Ja, da merkt man es. Aber wenn du noch auf einem anderen Feld gewesen wärst und dort sozusagen jetzt einmal die Bahnen gemacht hättest und jetzt noch aufs Vorgewende in dem Bad sozusagen fertig machen, jetzt müssen wir, Vorgewende sind auch 5-6 Minuten. Ja. Ja, ich habe nämlich auch keine Ahnung gehabt, wie lange ich jetzt telefoniert habe. Ich habe zuerst kurz mit meinem Vater gekommen, den habe ich kurz geredet, dann habe ich meine Mutter angerufen, dann habe ich den anderen noch angerufen, der zurück angerufen hat und habe das kurz erledigt. Und da waren halt dann gleich einmal eine Viertelstunde, 20 Minuten weg und in einer Viertelstunde, 20 Minuten schafft man halt im LS mit den Maschinen, was wir jetzt haben, schon einiges. Ja, es ist ja doch eine 7,5 Meter Grube. Glaube ich. 5,5 doch. Oder 5,5. Sicher nur 5,5? Ich meine schon, ich schau kurz nach. Stimmt, da haben wir ja den kleineren genommen. Da haben wir zuerst überlegt, die ganz große zu nehmen. Aber da haben wir gesagt, da hätten wir eigentlich 400-500 PS brauchen. 6 Meter hat er, okay. Seid für mich zu 5,5. Ja. Na, ich weiß gar nicht, wie wir das früher auch immer halt, haben wir auch immer geschaut, dass wir eigentlich ziemlich alles in Aufnahmen, zwar ab und zu auch so offscreen ein bisschen was. Ich habe meistens so offscreen, wenn was war, so Vorgewende oder sowas. Weil das ist nachher meistens nächste so. Spur gefahren. Was? Oder nie nächste Spur gefahren. Ja, okay, das gehört einfach, aber das geht relativ schnell. Nächste Spur ist keine Zeit. Aber Vorgewende ist ja meistens dann so 5 bis 10 Minuten, aber das ist so deppert herumschieben und du musst dich halt wirklich konzentrieren. Ja, du hast ja teilweise überhaupt keine Vorgewende gemacht, so wie ich das jetzt schaue. Bist du ja gleich komplett rangefahren. Überall. Wahnsinn. Nee, nur hier jetzt. Nur hier auf dem Feld. Sonst auf den restlichen Feldern habe ich überall Vorgewende. Ja. Werde ich nachher beim See kontrollieren. Kannst du machen. Nein, es ist im Endeffekt wurscht, aber es ist halt, ja, solange es halbwegs passt, ist es jetzt nicht so tragisch. Das Feld ist sowieso. Oder eigentlich dreht man relativ oft auch auf dem Feld um. Weil man muss eigentlich eh, wenn man nicht doppelt untergruppert, muss man eh nochmal drüber gruppern. Ja, nee, ich tust ja, weiß nicht, tust du erst pflügen, oder wenn du nicht pflügen tust, sondern nur mehr grubern, dann grubest du zuerst ein bisschen tiefer, dann fährst du, oder zuerst fährst gleich nach dem Korn, nach dem Dreschen gleich mal mit der Scheibenecke drüber. Tust dann mal das Stroh einarbeiten, dass das gleich weg ist, dann machst entweder gleich noch irgendeine Zwischenfruchtsaat. Weil die, keine Ahnung, Luzern oder Klee oder so irgendwas. Oder was halt so, oder ein Senfkorn oder. Normalerweise später etwas. Was? Später? Die Zwischenfrucht. Naja. Also wir warten da immer so bis fast bis Herbst ab. Okay. Na, ich kenne das eigentlich so, dass die meisten sozusagen, also zumindest kann man ungefähr so sagen, wenn wir Anfang Sommerferien dreschen, kann ich die erste Woche Schulwoche nach den 6 Wochen grubbern. Okay. Ja, nochmal sicher, du musst grubbern und dann musst halt, weiß nicht, du tust dreschen und dann musst du eh das Stroh wegfahren zuerst noch, wenn du Spat gelegt hast und so weiter und so fort. Aber dann fährt man relativ, glaube ich, schnell, zumindest, was halt, wenn man es auf zweifach tut, keine Ahnung, mit einer Scheibenecke kurz mal drüber, dass die Strohreste einfach weg sind. Dass die Strohreste, weil wenn sie in der Erde sind, einfach verrotten sie ja schneller, als wenn sie nur oben auf der Oberfläche liegen. Ja. Und auch, dass die Stempen halt mit den Wurzeln sozusagen einmal überarbeitet wird. Kannst du den Drescher dabei kurz wegräumen? Jo, kann ich machen. Weil ich stehe da, dann mache ich kurz mir einfach das Stroh fertig und dann mach du das. Kannst eh gleich direkt, das ist eh nur unser Weg. Packst den nicht.
übers Schneidwerkswagen. Leg sie einfach nur daneben hin beim Schneidwerkswagen oder so irgendwie. Jo. Schneidwerkswagen braucht man eigentlich eh selten. Zu deinem Feld hintere. Wenn man sind, kommt auf den Weg an, wie wir machen. Halt bei uns sieht man heutzutage, gerade bei den großen Feldern, dass sie halt öfter nachher kurz nach dem, gleich nach dem Dreschen oder nach dem Ernten sozusagen drüber fahren mit irgendeiner Kurzscheibenecke, einfach mit Geschwindigkeit das einarbeiten, dann liegt das eine Zeit lang brach. Aber du siehst dann relativ bald auch schon wieder das Grün aufsteigen, halt sozusagen das, was ankörnt. Und deswegen schätze ich, dass die eigentlich ja irgendwie dort zumindest irgendeine Zwischenfrucht gleich drauf haben. Nach der Ernte, halt nach dem Grubern sofort, nach der Scheibenecke. Ah, ist hier etwas blöd mit dem Durchgang. Es geht sich aus. Ne, ich geht sich nicht aus, ich komme nicht durch. Was? Sicher geht sich das aus. Jetzt links auf dem Zaun auf. Hä? Bin ja doch auch schon einmal gefahren. Ich komme nicht durch. Ich sitze links. Du musst weiter links fahren. Ja. Ich sitze auf dem linken Zaun auf. Und jetzt rechts? Rechts bin ich weg. Ja, dann fahr rechts. Musst weiter rechts fahren. Ja, ich bin jetzt ganz dran, dann kannst du dir anschauen. Ist ja wurscht, dann fahr halt vorne beim Stall vorbei, hinten. Ja, so wollte ich es jetzt auch gerade machen. Hast du gesagt, das geht? Ich glaube schon, dass es sich ausgeht. Könntest du gar nicht probieren. Bin einmal doch schon gefahren, glaube ich. Aber ist eh wurscht. Ohne Schnellwalk geht's, dann passt man perfekt auf die Straße. Ja, ja, aber ja. Mit Schnellwalk sind ja doch 6,60 Meter. Stimmt, das war noch früher, wo der Zaun nicht war. Da waren ja nur Büsche. Da ist er sich ausgegangen. Jo. Den Zaun haben wir erst ja nachträglich sozusagen beim Map-Umbau dazu weitergemacht. Dass wir unseren Hof komplett einrahmen. Also Zwischenfrucht kenne ich bei uns schon. Ich weiß nicht, ob das eine richtige Zwischenfrucht ist. Aber man sieht halt nach der Ernte, dass halt wieder was Grün aufgeht. Und normalerweise ist das halt eine Zwischenfrucht. So wie ich das... als Laie jetzt mal weiß. Also es ist meistens, also bei uns ist es zumindest Unkraut, dass man dann erst unterkoppert und dann, also man fährt ja bei uns zweimal dann drüber, oder meistens zweimal und dann beim zweiten Mal machen wir dann das Gebläse ein und koppern direkt die Zwischenfrucht mit ein. Okay. Was heißt das Gebläse macht sein? Weißt du, es ist so ein gibt ja die Streuer, wie beim Düngerstreuer, die das dann mit einer, die das dann rausschleudern. Ja. Und da ist es dann halt in dem Fall mit dem Gebläse, der das dann auf der, mit Schläuche halt direkt zu den, zur Umlenkrolle hinten. Halt auf dem Achso, sozusagen, ihr fahrt nicht mit der Sämaschine drüber. Nee. Sondern ihr habt sozusagen einfach nur auf den Gruber so einen Aufsatz drauf, der. Ja. Der nachher das, die Zwischenfrucht sozusagen. Mit Schläuche nach hinten und dann direkt in. Auf die Scheiben geleitet. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, halt. Es gibt wahrscheinlich so viele verschiedene Varianten. So richtig. Ja. Was man da machen kann. Viele werden halt nachher gleich mit der Sämaschine oder sowas, weil die sich keine zweite Sache leisten. Aber ich weiß nicht, ihr seht es ja, glaube ich, gar nicht selber, oder? Das macht das Lohnunternehmen nee. Dann. Nee. Also Zwischenfrucht, ja, wie gesagt, schon. Früher haben wir gekoppert und dann ich entweder gleich noch da hinterher. Ist ein Traktor gefahren und hat es dann mit der Schleuder im Aufsatz und dann einfach auf dem Feld verteilt. Weil ich kenne das nur vom wie hat denn der geheißen? Mit dem ich das den Wheel-Speicherstand da gespielt habe. Da war einer, den sein Vater ist Pole gewesen und der hat gesät mit Düngerstreuer. Ja, und halt, sowas ähnliches ist das. Halt, der hat einfach Saatgut, weil dort oben kostet der Saatgut nahezu gar nichts. Und der hat einfach ganz langsam gefahren und hat gleich mit Düngerstreuer das Saatgut gesät. Und ist dann einfach mit der Walze drüber oder mit Gruber drüber, halt mit einer Scheibenecke, und hat das eingearbeitet, dann auf die Tiefe. Hat auch funktioniert auch, du hast halt die Mörderbreite dann gleich. Weil du, ja. du hast halt 10 auf, keine Ahnung. 15, 16 Meter oder sowas. Ja, funktioniert aber so, auch. So ein natürlich Prinzip ist funktioniert das Prinzip. Es ist halt nicht so fein oder so gezielt gesät, wie es halt, wenn man heutzutage in der Hightech-Landwirtschaft im europäischen Bereich sozusagen, oder im westeuropäischen Bereich, muss man ja eher sagen, macht. Im norddeutschen Bereich.
Na, überhaupt im Westeuropäischen halt. Ich glaube, da ist Österreich nicht viel unterschiedlich zu Deutschland oder zu Frankreich oder sonst irgendwem. Nee. Halt, wenn du dann nachher nach Russland gehst oder so irgendwas, halt Weißrussland, Russland, wo da wird nachher, glaube ich, schon teilweise auch anders gearbeitet. Ja, definitiv. Wenn man da anschaut, dass da, oder wenn man da hört, dass die Felder einem Prinzip hinterhergeworfen werden, Ja, und wird sie einfach bekommen sonst nicht mehr bewirtschaftet. Den Mörderertrag runter, weil die so geile Böden dort haben. Ja. Aber Russland verhungert fast, weil sie einfach die Leute nicht haben, die das bewirtschaften oder so irgendwie. Und ja, da muss halt irgendwo was falsch laufen. Halt, da passt einfach die Technik nicht. Genauso wie, keine Ahnung, ich schätze, dass die Technik in Amerika nicht viel anders ist als bei uns von der Landwirtschaft. Die haben wahrscheinlich noch Nee. ein bisschen mehr Ertrag, weil sie halt genmanipuliertes Zeug benutzen. Ja. Darüber kann man streiten, glaube ich. Halt, da gibt es welche, die sind Definitiv, Befürworter, da ja. gibt es welche, Es die gibt sind. Fans und es gibt Man immer weiß halt. diejenigen, die ja nicht das nicht wollen, und es gibt die Befürworter halt. Man weiß halt nicht, wie es im Körper Auswirkungen macht, ob es überhaupt Genau. Auswirkungen macht. Weil im Endeffekt, Genmanipulation ist ja eine. Früher hat man halt, weiß nicht, zwei Weizensorten gekreuzt irgendwie. Und hat dann eine neue Weizensorte gehabt, die nachher besser war gegen, weiß nicht, trockene Jahreszeiten oder so irgendwas. Und jetzt macht man es halt sozusagen im Labor, gibt man halt bestimmte Stoffe von manchen Pflanzen nachher direkt in das Genzeug hinein. Und ob das jetzt, ja, das eine ist natürlich meiner Meinung nach, das ist halt eine ganz normale Mutation und das andere ist halt nachher Genmutation. Halt richtiges Genmanipulation, halt Eingriff in die Pflanze selber. Ob das jetzt so schlechter ist, weiß ich nicht. Halt, ich bin da, muss ich ehrlich sagen, dazu fehlen mir einfach die Studien, dass man sagt, okay, ja, das ist jetzt so viel schlechter, man muss der Feind davon sein. Genauso, ich bin auch jahrelang oder noch eigentlich immer ein eher Befürworter von Atomstrom. Ist halt so, weil ich muss ehrlich sagen, es ist die günstigste Methode, Strom zu erzeugen. Endlager, das ist so eine Sache. Es ist schwierig, aber jetzt nicht sozusagen unmöglich, weil wir haben gerade in Europa viele Gebiete, wo wir sichere Endlager hätten, weil wir tektonisch keine Erdbeben vermuten. Halt gerade in den Alpen gibt es kein halt. Das ist einfach ein totes Gebiet, halt tote Bruchachse, da gibt es keine Erdbeben oder sonst oder so minimale Erdbeben. Und Sind so dann halt wieder die minimal. Atomgegner, wo dagegen sind. Ja, genau, halt. Man kann da nicht einfach, glaube ich, so sagen, ja, man ist dafür oder dagegen. Nee. Halt. Wenn man den Atommüll mal wegrechnet, ist Ist Atomstrom eines der der besten Atomstrom der Möglichkeiten der Welt? ja, und ist auch der sauberste Strom. Halt meine Methode war ja immer, die erzähle ich zwar nicht so gerne, weil die meisten Leute so dämlich finden. Ich habe gesagt, Atomstrom, wenn halt in den das Endlager, man könnte das ja einfach alles in die halt ins Weltall schießen. Weil das Gewicht ist zwar nicht jetzt so wenig, was wir da schießen müssten, aber sagen wir so, die Energie, was wir rausbekommen, wäre noch immer, glaube ich, viel besser oder sowas, wenn wir das einfach rausblasen würden. Nur das Problem ist halt, was passiert, wenn seine Rakete zerreißt. Ja, Dann dann haben hat man halt den wir, ganzen nuklearen Müll genau, haben wir den bei auf uns. der Erde verteilt. Und da ist halt nachher wieder, wo man überlegen muss, aber. Halt, dass den perfekten Strom gibt es nicht, egal ob wir Öl haben, Braunkohle, Steinkohle, sonstige Arten von fossilen Strom, genauso wie auch Photovoltaikanlagen oder Ja. Windkraftanlagen, da sind ja Mörder halt Dinge drinnen, die was halt die Leute denken gar nicht daran, was in so einer Photovoltaikzelle an Elektronikzeug oder an seltenen Erden nennt man das, halt seltene Stoffe, die es auf der Erde ziemlich Nur wenig begrenzt vorhanden gibt. sind. Genau, und da muss man halt dann überlegen, ist es überhaupt sinnvoll, das Ganze nur mit Photovoltaik zu machen? Wie können wir das Ganze überhaupt nur mit Photovoltaik machen oder so? Es ist halt. Zumal sehen viele auch in Photovoltaik und Wasserkraft den sauberen Strom, aber das stimmt ja nicht, die Samen müssen ja auch hergestellt werden. Nochmal, was muss hergestellt werden? Jetzt habe ich Bei den akustisch. ganzen Photovoltaikzellen. Ja, das Viele muss. sagen ja, Photovoltaik und Wasserkraft und Windkraft ist ja im Prinzip auch sauberer Strom. Ja. Aber bis das Ganze halt erstmal produziert ist,
vor allem bei Photovoltaikzellen, Unmengen an Elektronik und Silizium und was weiß ich alles. Ja, und auch die Erzeugung von dem ist ja nicht so Nee. easy, halt, dass es wenig Strom verbraucht. Und bei Windkraftanlagen genauso, halt, du musst ja mördertiefe Fundamente bauen, du musst, keine Ahnung, auf dem Meer, du magst, keine Ahnung, du tust den Wind beeinflussen eigentlich. Halt, du magst eine, du tust im in Wind ja eine, genauso wie beim Wasserkraft sozusagen, einen Richtig, ja. Widerstand dagegen geben. Es ist ja nichts anderes. Halt, wenn du viele Windkraftwerke hast, magst du einen riesen Widerstand dem Wind entgegen. Wirkt sich das irgendwann einmal aus auf irgendwas? Man kann das nicht so, halt den perfekten, natürlich, ja, in der perfekten Art vom Strom gibt es, beziehungsweise die perfekte Art von Energie. Das ist die sogenannte kalte Fusion. Nur können wir die nicht betreiben. Zurzeit noch. Halt, Ja, die eine Forschungen laufen. Fusion wäre das Beste, was es gibt, aber ja, solange wir sie nicht beherrschen, kann ich halt darüber nicht reden, dass ich sage, okay, ja, das ist jetzt der geilste Sache. Natürlich laufen die Forschungen, aber wenn wir so lange was nicht kontrollieren können, dass wir sagen können, ja, das ist ungefährlich oder beziehungsweise wir haben es unter Kontrolle, einen Fusionsreaktor. Es gibt ja immer wieder Versuche, dass welche aktiviert werden und so weiter und so fort. Aber ich glaube, in den letzten Jahren hat es keine großen Schritte in die richtige Nee, Richtung gegeben. ich habe zwar nichts derartiges gehört. Genauso auch Quantencomputer, da war so lange, halt, wir haben schon, es gibt Quantencomputer und so weiter auch schon und so teilweise so Sachen ausprobiert, aber dass man sagt, dass es jetzt große Schritte in die Ja, richtige das Richtung revolutionär ist. habe ich in den letzten Jahren überhaupt bei den Themen nirgendwo gehört. Und ja, und dann gibt es wieder die Gegner, wo man sagt, man muss forschen in solchen Sachen, die nachher sagen, ja, das ist so gefährlich, das dürfen wir nicht machen, mach mal lieber Photovoltaik. Natürlich, es ist halt immer schwierig nachher, genauso wie mit den Teilchenbeschleuniger in CERN oder auf anderen Punkten der Welt. Es gibt den ja in Amerika, gibt es ja auch einen, in China gibt es glaube ich noch einen, weil es gibt ja ein paar auf der Welt verteilt. Und ja, den dürfen wir nicht einschalten, weil der könnte schwarze Löcher erzeugen. Natürlich könnte er und natürlich könnte was passieren, aber wir wissen nicht, was passiert. Und Ja, und wenn es passiert, ist es eh zu spät. Dann ja, zu spät. Halt, der Mensch hat ja, immer noch irgendwann eine. muss man es ausprobieren, Ja, aber der weil Mensch wenn hat man noch es nie immer ausprobiert, einen. weiß man es nie. Ja, aber der Mensch hat noch immer irgendeine Möglichkeit gefunden, wieder was zu verhindern. Ja. Und ja, da muss man halt jetzt einmal warten und dann das aber zulassen. Und das ist das Gleiche bei der Genmanipulation. Man muss es einmal ausprobieren dürfen oder man muss es zulassen, dass es sozusagen, ja, schauen, ob es funktioniert, halt, ob es geht oder ob es nicht geht. Und das ist das Ganze. Ja. So, aber bevor wir jetzt den Bart noch ewig lang in die Länge ziehen, würde ich sagen, wir beenden den für heute und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss. Ciao.